tastes like strawberries on a summer evening. Harry Styles. And it sounds just like a song. Oh, I... Breathe me in. Oh. Breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high. 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 Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds like a song. I want your belly in the summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Also ich habe eine Gänsepelle am ganzen Körper, ey. Richtig schön. Herzlich willkommen bei The Voice Kids. Du bist auf jeden Fall schon mal dabei. Wie heißt du? Ich bin die Alma. Alma? Alma. Und wie alt bist du, Alma? Ich bin 12. Wow. Ich liebe das an der Musik einfach, wenn es im Song eine Riesensteigerung gibt. Ja? Du hast ruhig angefangen, du wurdest immer stärker. Am Ende die ganzen Sprünge in den Tönen. Das war ja, also das ist ja eine Kontrolle in dem Alter. Das ist ja wirklich, also Wahnsinn. Weil ich finde das so unfassbar, dass du mit der Attitude, wenn du auch singst in die Attitude, dass du schon richtig so die Hand nimmst und den Kopf nach hinten und also richtig einfach Gas gibst und da auch schon so ein bisschen halt einfach die ganze, ja, die ganze Bühne ausfüllst. Also ich fand es unfassbar schön. Ich würde mich freuen, wenn du mit deinen 12 Jahren in das jüngste Team hier von The Voice kommen würdest. Danke. Ich saß in einem Stuhl und ich hatte sofort gute Laune. Und dann sehe ich dich und du strahlst mich an. Und ich hatte einfach Bock, den ganzen Tag mit dir irgendwie Quatsch zu machen und zu singen und Musik zu machen. Und ich fände es so schade, wenn du nicht in mein Team kommst. Ich habe so Lust, mit dir zu arbeiten und zu entdecken, was hinter dieser tollen Person, die ich jetzt hier kurz sehe, was da steckt. Ich würde dich super gerne kennenlernen. Komm in mein Team. Es war wirklich starmäßig, was du hier abgeliefert hast mit deinen 12 Jahren. Du hast mehr Adlibs und Phrasierungen da reingepackt, als Harry Styles es jemals sich getraut hätte. Danke. Und wären geehrt, Alma, wenn du ins Team Fanta kommen würdest. Okay. Jemand mit so viel Seele kriegt man nicht von so klein an schon. Und dass du das heute mitgebracht hast, die Bühne gerockt hast, so ein Song, wo ich denke, Mann, wenn man den nicht perfekt performt, dann ist es schwierig. Ne? Und du hast es so cool gemacht. Also wirklich Glückwunsch. Ich freue mich, dass du dabei bist. Danke. Dankeschön. Ich würde gerne wissen, hast du denn noch andere Hobbys außer Musik? Ja, also ich reite sehr gerne. Und ich war bis vor kurzem noch in einem Chor. Genau, das finde ich sehr wichtig, weil ich war auch in einem Chor früher. Weil ich war auch in einem Chor früher. Ja. Ich war auch in einem Chor früher. Okay, alles und klar. Ich reite gelegentlich. Kämpfen aber um sie. Pass auf, ihr seid alle im Chor gewesen und so. Du liebst Pferde. Und ich sage dir, es gibt eine ganze Reihe Pferde, die Smudo heißen. Tatsächlich? Ja, ja, in Düsseldorf zum Beispiel aktuell ein recht erfolgreiches Rennpferd. Es gibt auch ein Rennpferd, was Silbermond heißt und was auch schon Preise gewonnen hat, liebe Freunde. Also auch wenn die anderen Coaches mit dir reiten gehen wollen, ich würde sehr gerne mit dir einfach unfassbar schöne Musik machen und mit dir einfach Spaß auf der Bühne haben. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn du dich für mein Team entscheiden würdest und ja, mit mir bis ins Finale reitest. Pass auf, ich will dir nur noch mal mitgeben, also bei mir, ich will dich nur vorwarnen sozusagen, wenn du in mein Team kommst, dann hast du mich an der Backe. Ja, und das solltest du wirklich gut überlegen. Genau, das ist schon. Das Ding ist, wenn ich mich entscheide, auf diesen Buzzer zu drücken, dann habe ich Bock und dann bin ich da und dann möchte ich, dass wir hier Auftritte mit dir machen, wo du danach irgendwie allen zeigen kannst, ey Leute, das habe ich gemacht und darauf kann ich stolz sein, egal was da kommt. Wenn du in mein Team kommst, dann bin ich dein Coach und dann bin ich am Start. Steffi hat Bock, wir haben Pferd. Also, ich glaube, ich habe so langsam eine Entscheidung getroffen. Und zwar will ich mich gerne
Und zwar würde ich gerne in das Team von Vincent gehen. Ja! Sehr schön, ich freue mich. Weil ich habe auch ein kleines Geschenk für dich. Ich überreiche das noch als Abstand. Und zwar bis zum Team Vincent. Ganz viel Spaß damit. Dankeschön. Einmal herzlich willkommen! Ja!